Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu meinem Clash Royale Let's Play mit mir am Baskalp. Wir öffnen hier erstmal eine Truhe. Und zwar, wir sind gerade bei 4327 Pokalen und werden heute wieder ein bisschen auf der Ladder spielen, also mit Punkten. Aber davor gibt es ein Opening und zwar werden wir hier eine legendäre Königstruhe für 2500 Gems öffnen. Wir schauen mal, was die Königstruhe enthält. So, 4200 Gold erstmal, 350 Karten, das ist schon mal sehr nice. 70 seltene davon, 22 epische und sogar eine legendäre. Und man kann sich aussuchen, man hat hier 7 Stapel und man kann halt aussuchen, links oder rechts. Und wenn man überlegt, die kostet so 22 Euro. Schon krass, aber wir holen es mal und wir schauen, was wir bekommen. So, hier erstmal das Gold. Oh, hier nehmen wir den Grabstein. Hier den Megalakain. Sehr schön. Hier unbedingt den Inferno-Turm für mein Upgrade. Deswegen nehme ich den. Hier nehme ich die Bats. Die mag ich nämlich mehr. Hier nehme ich. Das ist schwer. Die Musketieren. So, hier nehmen wir einmal den Pekka. Und unsere legendäre Karte ist. Schauen wir mal. Oh, das ist sehr einfach. Da nehme ich den Eisgeist. Jetzt habe ich den nämlich, oder kann ich den auf Level 2 machen. Sehr nice, sehr nice. Das heißt, unser Inferno-Turm ist fast auf Level 10. Und ja, wir stürzen uns jetzt mal in den Kampf hinein. Das war eine sehr geile Truhe. Ich bin auch nämlich gerade dabei, ein Deck zu spielen mit dem Pekka und dem Königsgeist. Deswegen passt das eigentlich ziemlich, ziemlich gut. So, wir platzieren hier erstmal unseren Eisgeist. Da ist ein Magier, hier der Blitz und unser. Okay, so, er hat die Barbaren. Jetzt kommen schon noch ein Hogrider. Wir platzieren mal hier unsere Feuergeister. Hier unsere Sperrkobolde. Und die müssen das eigentlich regeln. Achso, ich habe ganz vergessen zu sagen, wir spielen gegen Reza 1. Er ist im Clan. Artisch Sorg ist Level 12 und ist gerade bei 4349 Pokalen. So, wir versuchen hier nochmal einen kleinen Push. Okay. Aber das ist jetzt aber. Ich hoffe. So, das war schon mal ein großes Missplay. Die Feuergeister sollten nämlich auf die Lakaienhorde. Aber sie haben zum Glück nicht allzu viel Schaden mit dem Miner gemacht. Aber da habe ich nämlich natürlich jetzt voll verspielt, aber. Gott sei Dank nicht so viel Schaden abbekommen. So, wir versuchen es nochmal mit dem Push. Der Bombenturm müsste jetzt eigentlich kaputt gehen. So, da sind seine Feuergeister. Aber trotzdem haben unsere Goblins ein bisschen Schaden gepusht. Sehr nice. So, da müssen wir jetzt mal. Nein. Ich wollte eigentlich den Magier mit meinem Lightning umbringen. Aber der Lightning trifft ja nur die Ziele mit den meisten Leben. Und da wohl die Barbaren mehr Leben hatten als der Magier, hat der Magier überlebt, aber trotzdem ist nichts Schlimmes passiert. Sehr schön für uns. Das hat mich schon so oft das Spiel gekostet, weil der Blitz nicht die richtigen. Und das war einfach ein mega großes Missplay von mir. Es hat er richtig gut gespielt, weil er wusste, dass ich seine. Oder dass ich meine Feuergeist einsetzen werde. Also da habe ich echt Pech gehabt jetzt. Aber naja. Macht ja nichts. Wir spielen weiter. So, einmal das so. Hier haben unsere Feuergeister wieder in Rotation. Das ist sehr schön, falls wieder seine Lakaien kommen. Okay, wir sind fast gleich auf mit dem Schaden. Hier nochmal das Kampfholz. Hier einmal das. Okay, also das wird ein echt spannendes Match. Oh Mist, meine Vollgeister kann ich jetzt nicht verballern. Jetzt muss ich hier alles aufwenden, um den Push abzuwehren. Jawohl, da wieder ein bisschen Schaden bekommen.
So, jetzt versuchen wir mal hier einen Angriff zu starten. Leider nicht mit Erfolg. Okay, wie es aussieht, wird das doch ein Unentschieden. Sofern wir jetzt nicht noch haushoch verlieren. Ja, das war's. So. Unser erster Kampf endet mit einem Unentschieden. Okay. Aber das macht ja nichts. Dann machen wir halt noch einen Kampf. Immerhin habe ich dafür fast jetzt hier meine Quest und ich habe sogar eine Supermagie-Truhe. Sofern ich die denn irgendwann mal voll habe, mache ich davon auch ein Let's Play. So, weiter geht's. Wir spielen gegen Max. Er ist im Clan Ferenere 2.0, ist Level 12. Und auch gerade bei 4.304 Pokalen. Ich finde das nochmal total krass. Manche Spieler sind auf dem Level so richtig stark, haben so richtig hohe Karten. Und dann gibt es so andere Spieler, die genau die gleichen Sachen haben und sind so richtig schlecht eigentlich im Vergleich zu den anderen. Das finde ich so total, naja, da fragt man sich, was die ja hier oben auf der Leiter zu tun haben. Aber naja, so da ist seine Prinzessin, das ist schon mal gut zu wissen. Und der Eisgeist. Oh nein, ich hasse den Eisgeist, weil er total OP ist. Aber ich werde auch bei Mini spielen, also macht das ja nichts. Er macht sogar Splash Damage. Für 3 Lexi kann man echt nicht meckern. Ist echt eine tolle Karte. So, da ist deine Hexe. Jetzt frage ich mich immer noch, was deine Wincon ist. Okay. So, der. Okay. Der Dunkle Prinz oder Dunkle Ritter, ich weiß gar nicht, wie der heißt, hat nicht den Turm berührt, aber dafür haben wir links ganz schön viel Schaden bekommen. Also mal schauen, ob sein Dart-Kobold stirbt. Ja, er stirbt. So, ein Eisgeist ist kein Problem für unsere Skelettarmee. Oh Gott, jetzt seine Prinzessin hat. Bräuchten wir eigentlich unbedingt das Kampfholz in Rotation? Aber ich glaube, das wird nichts. Sie wird wohl einen Schuss abbekommen. Genau. So, das war eine sehr schöne Leistung von meinen Geistern. Deswegen, ich könnte auch gar nicht mehr irgendein anderes Deck spielen, außer ein Budget-Deck. Also, ich finde das. Ach, so ein teures Deck, so ein Beatdown geht, ist gar nichts für mich. Aber das Spiel müssten wir eigentlich schaffen, wenn jetzt hier noch irgendwas Schlimmes passiert. Okay, jetzt versuchen wir einmal hier uns durchzucyclen durchs Deck. Und dann dürfen wir es eigentlich auch schon gewonnen haben. So, jupp, das war's. Gutes Spiel. So, das heißt, wir stehen jetzt gerade bei, mal schauen, 4.355 Trophäen. Wir können hier kurz. Oh, sehr nice. Man stapelt sich da voll. Extra Gold, sehr schön. So wie gesagt, 4.955 Pokal. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch einen Daumen da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und schaut doch mal bei meinen anderen Videos vorbei. Die sind auch immer sehr unterhaltsam. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute.